Bluthochdruck einfach erklärt. Bluthochdruck, eine stille, aber weit verbreitete Gefahr. Die Krankheit betrifft fast jeden dritten Erwachsenen in Deutschland. Jeder fünfte weiß nicht von seiner Erkrankung. Aber was ist der Blutdruck eigentlich? Es handelt sich dabei um den Druck, den unser Blut auf die Gefäßwände ausübt. Der Blutdruck ist ein wichtiger Vitalparameter zur Beurteilung der Gesundheit des Herz-Kreislauf-Systems. So wird er gemessen. Während sich das Herz zusammenzieht und dadurch Blut durch den Körper pumpt, lässt sich ein Wert ermitteln. Das ist der sogenannte systolische Blutdruck. Und wenn das Herz sich entspannt, kann ein weiterer Wert gemessen werden. Das ist der diastolische Blutdruck. Bei gesunden Erwachsenen beträgt der ideale Blutdruck weniger als 130 mmHg systolisch zu 85 mmHg diastolisch. Wenn der Blutdruck bei mehreren Messungen 140 zu 90 mmHg überschreitet, spricht man von Hypertonie bzw. Bluthochdruck. Hypertonie ist eine komplexe Erkrankung, deren genaue Ursache unklar ist, wobei man von einem Zusammenspiel von Faktoren wie Lebensstil, Genetik, Vorerkrankungen, Begleiterkrankungen und Körpergewicht ausgeht. Meist entwickelt sich eine Hypertonie langsam, über viele Jahre hinweg und verläuft dabei zunächst symptomfrei. Man nennt sie daher auch die stille Gefahr. Es können unspezifische Symptome auftreten, die man nicht sofort mit Bluthochdruck in Verbindung bringt. Beispiele dafür sind morgendliche Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schwindel, Übelkeit, Kurzatmigkeit oder Schlafstörungen. Die große Gefahr bei einem unbehandelten oder nicht eingestellten Bluthochdruck ist, dass sich langfristig vielfältige Folgeerkrankungen entwickeln können. Es kann zu Schädigungen an Blutgefäßen und Organen kommen, zum Beispiel an den Nieren, den Augen und im Gehirn. Weitere Komplikationen in Zusammenhang mit Hypertonie können bei Arteriosklerose, Herzinsuffizienz, koronarer Herzkrankheit oder bei einer erhöhten Neigung zu Blutgerinnseln auftreten. Um schwerwiegende kardiovaskuläre Ereignisse wie einen Schlaganfall oder Herzinfarkt zu vermeiden, ist eine konsequente Behandlung mit regelmäßigen Kontrollen wichtig. Die Behandlung von Bluthochdruck beruht auf einem zweifachen Ansatz, nämlich der Kombination von Lebensstiländerungen und dem Einsatz von Medikamenten. Die wichtigsten Maßnahmen der Lebensstiländerung sind eine ausgewogene Ernährung, Salzreduktion, Bewegung, Alkohol- und Rauchverzicht, Gewichtsreduktion und Stressmanagement. Medikamente werden bei hohen Blutdruckwerten zusätzlich eingesetzt, um den Blutdruck innerhalb kürzerer Zeit kontrolliert zu senken und um dauerhaft die therapeutischen Blutdruckzielwerte zu erhalten. Bluthochdruck ist eine ernstzunehmende, aber sehr gut behandelbare Erkrankung. Wichtig ist eine frühzeitige Diagnose. Lassen Sie Ihren Blutdruck regelmäßig messen und unterstützen Sie Ihre Gesundheit mit einer ausgewogenen und bewussten Lebensweise.